Nahkampf. Ein Kampf ohne Kompromisse, ein Kampf auf Leben und Tod. Im Gefecht eine der letzten Möglichkeiten, den Gegner zu besiegen. Wer siegen will, muss besser kämpfen als der Gegner, muss die Nahkampftechniken besser beherrschen. Wie ist dieses Ziel zu erreichen? Welche Anforderungen stellt der Ausbilder an sich selbst und an die Auszubildenden? Stichstand. Richtig. Augen gerade aus. Die Augen links. Nur so, Leutnant. Offiziere und Unteroffiziere der ersten Kompanie stehen zur methodischen Vorbereitung. Zugführer, erster Zug, Leutnant Marquardt. Augen gerade aus. Rudolf. Thema der methodischen Vorbereitung: Einweisung in die Fertigkeitsausbildung Nahkampf. Ziel hierbei ist es, Sie zu befähigen, in der Ausbildung mit Ihren Unterstellten als Vorbild Ihren Mann zu stehen. Ich lege besonders gut ausbilden heißt, sich selbst gut vorbereiten. Hier eine Form. Methodische Vorbereitung durch den Kompaniechef. Konzentrationsvermögen und gute methodische Fähigkeiten besitzen. Übung heißt vor allem, die Übung vorschriftsmäßig und überzeugend vorzumachen. Dazu schaffen wir uns jetzt eine eigentliche Lehrmeinung. Genosse Leutnant, vordrehen. Ich mache vor, Faustdurch. Ich mache vor, Fußtritt. Die zu vermittelnden Techniken muss der Ausbilder kennen und perfekt beherrschen. Nur dann kann er methodisch klug und rationell ausbilden. Vorauszusetzen sind Kenntnisse über die Bewegungsabläufe. Die im Ausbildungsprogramm geforderten Techniken können in folgende Gruppen eingeteilt werden. Angriffe mit geradliniger Beschleunigung. Fauststoß mit Schritt. Faustschuss ohne Schritt. Die Pfeile im Körper symbolisieren die entsprechenden Kraftimpulse. Geradlinige Beschleunigungen, so auch der Fußtritt, führen auf dem kürzesten Weg zum Gegner. Geradlinige Angriffsarten mit Waffe. Der MP-Stich. Und der Kolbenstoß. Angriffe mit bogenförmigen Beschleunigungen. Der Kolbenschlag. Messerangriffe von oben. Und unten. Bei den bogenförmigen Bewegungsrichtungen wird die gesamte Körpermasse beschleunigt eingesetzt. Das verleiht dem Angriff die nötige Schnelligkeit und Härte. Handkantenschläge von außen und innen sind wirkungsvolle Angriffsformen. Beim Kniestoß unterscheiden wir Angriffe von vorn und von der Seite. Der folgende Fußtritt vervollständigt die bogenförmig ausgeführten Angriffsrichtungen. Abwehrtechniken gegen Angriffe mit Waffe. Dabei geht es darum, den Angriff mit einem kräftig geschlagenen Block abzuwehren und den Gegenangriff sofort einzuleiten. Beispiele: Abwehr eines Messerangriffs von oben. Und von unten. Block mit der Waffe.
Die senkrecht geführte Waffe schützt den ganzen Körper. Eine Maid-Bewegung lässt den Gegner ins Leere stoßen. Der Gegenangriff muss explosiv erfolgen. Und überall gilt der Grundsatz: Suche den kürzesten Weg. Beim Postenüberfall werden nach einer lautlosen Annäherung dem Gegner die Beine weggerissen. Es folgen der schon bekannte Fußtritt und der Handkantenschlag. Einstellung einnehmen! Stich! Ah! Ja!